So, und da stehen auch schon die beiden erfolgreichsten Deutschen, Magdalena Neuner, Simone Hauswart. Herzlichen Glückwunsch zu den Plätzen 2 und 3. Fangen wir mit Magdalena an. Ja, was war das denn heute wieder für ein Rennen? Das erinnerte fast an den Massenstart von Olympia. Sie beide auch? Ja, schon ein bisschen, wobei daran habe ich in dem Moment nicht gedacht. Ich habe einfach versucht, zum Schluss noch mit gut zu schießen. Leider waren noch mehr Fehler dabei. Die zwei stehend waren halt schade, weil da hätte ich mich noch ein bisschen weiter nach vorne katapultieren können. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir ein super Rennen wieder abgeliefert. Und beeindruckend war, dass Sie auch beim Stehenschießen immer durchschießen. Ja, ich versuche halt meinen Rhythmus zu schießen. Das ist das, was ich im Sprint halt nicht gemacht habe. Da habe ich so ein bisschen gezögert und dann geht es halt nicht. Und klar, Fehler ist dann trotzdem auch mal dabei, aber ich muss halt den Rhythmus durchschießen. Simone Hauswart, gab es noch eine gemeinsame Taktik? Gab es ein Zurufen, um Daria Domracheva vielleicht vorne noch zu holen? Nee, also ich wollte so lange wie möglich bei der Lena bleiben. Und ich wollte dann einfach nur den dritten Platz absichern. Und da war ich mir sicher, dass die Semarenko nicht mehr kommt, und von dem her habe ich jetzt die letzte Runde auch nicht mehr so voll attackiert, sondern habe mir jetzt die Körner gespart. Und ja, war ein super Rennen für mich. Ja, ich wollte heute 0 schießen, der eine Fehler ist okay. Also ich denke mal, von 12 auf 3 ist eine super Aufholjagd gewesen. Wie schwer sind die Oberschenkel, wie kalt sind die Füße? Kälter die Füße, die Oberschenkel gehen eigentlich. Und dann noch ein Glückwunsch an Magdalena Neuner, wissen Sie wofür? Danke. Für den Gewinn des... Verfolgungsfeld. Ja, genau. Ah, ja, cool. Den haben Sie nämlich gewonnen heute. Also ich habe vom Rennen nicht mal gewusst, dass ich rot habe. Aber wo ich dann meine Nummer gekriegt habe, hat der Uwe schon gesagt, na, die kleine Kugel, die holst du schon. Da habe ich gesagt, ja, klar. Also wir machen dann ein bisschen Gaudi, aber dass es dann doch hinhaut. Denn Olga Zaitsever war Fünfte am Ende und damit ist das der Gewinn schon. Ja, kann so weitergehen, ne? Ja, kann so weitergehen. Also. Kleine Kugel zum Anfang und vielleicht kommt die große noch. Genau so. Das Motto für die nächsten Wochen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Oslo. Ja. Und schönen Sonntag noch. Danke. Danke.